Ja, hallo und herzlich willkommen bei TwoSpeed. Ich möchte euch heute ein paar Informationen zu unseren TSP Racing Empfängern geben, und zwar zu dem 482R und zu dem 472er. Die sind beide Sanwa kompatibel, sind im FISS Mode und die sind halt nicht nur Sanwa kompatibel, sondern die können beide auch Telemetrie, genauso wie die Originalen von Sanwa. Zusätzlich beherrschen die auch diese Sanwa-Modis normal, SHR und SSR. Das heißt, SHR steht für Sanwa High Response und SSR für Sanwa Super Response. Das ist oder das verbessert oder beschleunigt die Ansprechzeit der Servos bzw. des Fahrtenreglers. Bei diesen Modis solltet ihr allerdings vorsichtig sein, weil nicht jedes Servo das kann. Also normalerweise können das nur Digital-Servos. Also zum Beispiel unsere TSP-Racing-Servos können diesen SHR- bzw. SSR-Modus. Ich habe hier mal einen Versuchsaufbau gemacht. Normalerweise ist das ja mit dem Empfänger-Akku nur interessant für Verbrennerfahrer, also damit man den speziell beim Training die Empfänger-Akkuspannung nicht aus den Augen verliert, ist diese Telemetrie-Geschichte ganz nützlich. Zum Testen habe ich halt jetzt einfach mal von uns einen ZTW-Regler aufgebaut, ein Servo, also die ganze Sache funktioniert, es ist mit der Anlage gebunden. Ich habe halt hier den 482R jetzt damit gebunden und die ganze Sache ist auf 7,4 Volt Empfängerspannung eingestellt. Ihr könnt dann, wenn ihr das bei euch im Sender aktiviert habt, im Bind-Menü, könnt ihr halt dann, wenn ihr es überprüft, hier unten sehen, 5,9 Volt, also ich habe gelogen, es waren keine 7,4, sondern 6 Volt, aber die Spannung vom Empfängerakku bzw. jetzt vom BEC, vom Fahrtenregler, wird übertragen und der Sender warnt euch dann, wenn es Unterspannung gibt. Wenn also der Akku leer wird, schlägt euer Sender Alarm. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit nochmal ein paar Informationen zu den beiden Empfängern geben. Ich blende euch auch nochmal jeweils die technischen Daten zu den beiden Empfängern ein, damit ihr es nochmal habt, wegen Gewicht und sowas. Für Verbrenner Glattbahn und 1:8 und Offroad 1:8 würden wir den mit der Antenne empfehlen, die ihr nach außen legen könnt, weil damit die Reichweite nochmal eine Idee besser ist als bei dem mit der innenliegenden Antenne. Ja, ich hoffe, die Infos helfen euch ein bisschen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.